Ich bin der Meinung, dass die gelbe Safety an der Anlage immer da sein wird, egal ob KI da ist. KI kann ja Teil von dieser gelben Safety werden. Eher sehe ich Vorteile von der KI in den Mehrwert. Jetzt, wie vorhin auch Marc und Detlef erwähnt haben, in dem dynamischen, in die dynamische Safety reinbringen. Wie gesagt, also KI wird die Safety an sich nie verdrängen. Die muss an der Maschine da sein. Vielleicht auch mit KI. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil in dem Augenblick, wo wir, und das ist das, was wir ja nicht in der Smart Factory KL als Konzept vorantreiben, sagen, wir lassen den gelben Layer mit dem, was wir kennen, drin, weil man braucht sozusagen eine Handbremse, eine Notbremse, und man legt einen Layer drüber, mit dem man mehr Flexibilität, Produktivität und Safety kombiniert mit anderen Themen hinbekommt, hat man sozusagen eine Rückfallebene und kann sich auf dieser etwas höheren Ebene dann vielleicht darauf einigen, mit Probabilistik und anderen Themen zu arbeiten, also mit Wahrscheinlichkeiten, dass die neue Lösung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bestimmte Ziele erreicht. Weil das, was man in Safety gelernt hat, dass es an ganz vielen Stellen eben keine 100% gibt. Und die gelbe Safety, die wir dort unten haben, die ist betriebsbewährt, die schützt Menschen, die schützt Betriebsmittel, und die würde ich nicht ohne Not aufgeben.